Hallo, hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Neighbors. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet und ihr hört es schon. Ich bin noch unterwegs als Marius von Hoppe. Und vor mir steht die liebe Frau Kohl. Und würde ich sagen, steigen wir mal rein. Ne? Wir sind nämlich ja gerade aus dem Livestream ganz live dabei. Und 20:30 jeden Dienstag könnt ihr mal reinschalten, wenn ihr Bock drauf habt. So. So, also Frau Kohl, das war ja eine ganz schöne kleine Party jetzt, wa? Ja, das passiert schon manchmal, ja. Das passiert hier, ja? Manchmal, ja. Okay. Gibt's noch, also, gibt's noch du irgendwas? Du darfst nicht so laut rufen, dass du Bier hast. Dann sind sie nämlich gleich alle da. Ach so, nee, das hab ich nicht. Hm. Nee, ich hab hier kein Bier mit. Hier hinten fährt schon wieder so ein bisschen geisteskrank sind die hier schon alle, oder? Ja, sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Naja, ich nicht so. Ach komm, Bürschel, erzähl nicht. Nee, du weißt es doch. Jetzt kommt der Nächste hier, oh, hier geht's ja richtig, was ist denn hier los? Na gut, okay. Dann würde ich jetzt erstmal runterfahren zu Max. Der ist nämlich wieder da. Tatsächlich. Und guck da mal, was der hat. Ob ich noch irgendwo helfen kann oder nicht. Und ansonsten, wenn der wieder da ist, dann kann ich auch wieder hier verschwinden, wa? Also ich werde jetzt noch ein paar Tage hier bleiben. Weißt du, ob es irgendwo eine Pension oder irgendwas gibt? Also wenn dir das nicht zu weit ist. Ich hab noch ein Gästezimmer frei. Ach so. Naja, okay, das können wir machen. Würde ich dir anbieten. Ich guck mal unten bei Max und dann schauen wir mal. Ich fahr mal runter jetzt. Jetzt so kleine sagen können, Bürschel. Ja, Max hat mich ja eingeladen, ne? Also, deswegen muss ich ihn ja erstmal besuchen. Aber wir können das schon machen. Hast du irgendwas zu tun oder so? Ich hab ein bisschen nicht viel, aber ein bisschen hab ich zu tun, ja. Na gut, okay. Nicht dann kicke ich jetzt mal runter. Ich kick mal runter, wa? Guck mal runter, genau. Alles klar. Und dann kannst du dich ja melden, Bürschel. Ja, das mache ich. Ich fahre nicht einfach weg. Ich komme schon definitiv noch mindestens nochmal her. Wenn ich jetzt ja, das wäre schön, wenn wir uns nochmal sehen, bevor du wieder zurückfährst. Ja, es ist ja auch eine schöne Gegend hier. Ich werde jetzt öfters mal da sein, weil wegen Max, weißt du? Ja, nee, ich meine auch, dass du dich ja meldest hier, wo du nur schläfst. Ach so, ja, das können wir schon so machen. Okay. Gut, alles klar, dann fahr ich erstmal runter, wa? Alles klar. So, dann viel also Spaß, auch liebe Grüße. Marek, kennt ihr euch? Ja, bisschen. Bisschen, okay. Ja. Gut, dann zieh ich mal von dann, wa? Viel Spaß, tschüssi. Danke, tschüssi. So, jetzt kicken wir mal hier runter zu Max. So, jetzt müssen wir mal kicken, wo wir ja hinfahren müssen, wa? Ich glaube, ich muss jetzt hier nach rechts, wenn das hier so richtig ist. Jetzt müssen wir mal hier kicken. Das war jetzt ein Ding, die Kohl mal wieder zu sehen. So, gut, dann fahren wir mal runter zu Max, wa?
das hier richtig? Das muss ich direkt mal kicken. Wartet mal. Wo bin ich denn? Hier bin ich. Ah, das ist ein bisschen Shit. Da fahre ich eigentlich mit der Kirche ums Dorf. Aber naja, okay, das machen wir jetzt einfach mal. Um hier mal ein bisschen was kennenzulernen, wa? So, hier liegen die Felder brach. Also, das jetzt bei mir nicht. Das hier wird bei mir nicht. Dass das hier alles brach liegt. Eieiei. So, ich könnte ja mal... Nee, ich rufe nicht an, Max. Ich mache ich mach den Besuch mal so, meine Lieben. Ich mach den mal so. Also, das ist eine schöne Gegend hier. Hier könnte man sich auch ansiedeln, wa? Aber das ist... das wäre Quatsch. Warte mal, ich muss, glaube ich, hier rein. Ist das hier Traubenfabrik? Jo, das ist eine Traubenfabrik, also muss ich hier rein. Das hat er mir so gesagt und das hatten auch die anderen gesagt. So. Wollen wir mal kicken, wo der sich rumtreibt. Ansonsten, wenn ich den jetzt nicht gleich finde, rufe ich ihn an. Hier ist er doch. Hey Max, mein Junge! Hey, was machst du denn hier, Mensch? Na, grüß dich, mein Schönen Lieber! Guten Tag, Mensch! Hätte anrufen können, hätte ich Kaffee fertig gehabt, Mensch! Naja, ich hab ja nicht gedacht, dass du schon wieder da bist! Ich wollte ja mal nach dem Hof sehen, weil du ja jetzt nicht da warst. Und wie geht's denn dir, mein Juder? Ach, mir geht's super! Dir geht's super? Jo. Ja, das ist gut! Aber hier ist mal mein Hof, wollen wir mal kurz hinfahren, denke ich mal? Zeig mir mal, das wäre gut. Wäre gut. Ich fahr mal auf deinen Hof drauf, wa? Ja, mach das. Tja, Max. Mit eigenem Hof, das ist gut. Mensch, Max. Ach, schön, du hast, dass du mal da bist. Du hast ja hier einen Riesenhof dir genommen. Das sieht gut aus hier. Ach, sag mal, wenn du willst, kannst du mal da. Wenn du willst, ich sehe jetzt gerade hier ein Pferd, kannst du bei mir unterstellen so lange. Ja, das können wir machen, ja. Guck, das sind meine. Warte mal, ich mach mal auf. Das sind ja meine. meine Preisträger, weißt du? Ist es O? Ist es auf? Nee, ne? Nein, ist doch so. Das klemmt manchmal ein bisschen, das Mistding. Jetzt geht's auf. Oh, was für schicke Pferde. Wow. Ja, das sind mir meine zwei besten Pferde im Stall, sozusagen, weißt du? Das sind die, was ich dir erzählt habe, diese zwei Preisträger. Und du kennst das ja, die lasse ich nicht bei meinen Mitarbeitern. Ja, weiß ich. Ja. Ja, komm, okay, fahren wir erstmal da hinten, damit sie rauskommen, bis sie laufen können. Warte mal, ich mach mal zu wieder.
So, warte mal. Wo sollen die rennen? Hier ran ja, einfach? Ja, hier vorne. Ich glaube, das musst du machen. Wegen, ich habe da, glaube ich, nicht die Rechte, weißt du? Ach so, okay. Ja, das kannst du machen. Und geht nicht, ja? Korrekt. Ja, geht. Stell dich mal hier neben, denke ich, ne? Jo, mach das mal. Ja, kommt schwierig rum, glaube ich, ja? Ja, so jedes. Ah, meine zwei Schätze. Das ist gut. So, mein Junge. Nun zeig mal her, was du hier hast. Siehst du die zwei Schwarzen von mir? Ja. Oh, Prachtkerle, hä? Du kennst doch von meinem Opa Paul. Der hat da auch mal diese schwarzen Araber gezüchtet. Ja, ja. Ach, das sind die? Da sind zwei Stück davon, ja. Oh, das ist gut. Ja, die stehen aber gut im Futter hier. Ja, muss. Naja, aber du hast es auch hier wirklich schön, muss man sagen. Ja. Ja. Gut, na okay, dann zeig mal, wo du hier wohnst. Sag mal, Max, hast du was zu tun oder bist du safe? Oder hast du. Ich hab eigentlich nur ein Feld noch anzusehen mit Gras und dann machst du das aber auch. Also, okay. Also du brauchst keine Hilfe sozusagen. Nein, im Moment nicht, nein. Ah, alles klar, perfekto. Ja, dann mache ich hier noch ein bisschen Urlaub, weißt du. Die Frau Kohl oben, die kenne ich ja gut. Und die hat mir jetzt dann für die nächsten Tage mal oben ein Zimmer vermietet, sag ich mal. Und dann machen wir das so. Ja, sehr gut. Das ist auch eine ganz liebe, also. Ja, ja, ne, ich kenne die ja schon lang. Hab ich mit dir. Also nicht so lang wie dich, aber ich war ja mit der im Grünfelder Land, weißt du? Ja. Ah, okay. Mhm. Die hat viel Scheiße durch, das sag ich dir. Ihr ganzer Hof ist explodiert und abgebrannt. Hat sie mir schon erzählt. Na gut, okay, dann zeig mal. Das sind die Dinger, die wir auch haben, so ungefähr. So ein Multisilo kann ich eigentlich alles reinpacken. Ja. Von Unia, ja, so was Ähnliches haben wir auch. Und hier ist doch. Ja. Düngerstreu, hab halt nichts Kleineres gefunden, weißt du? Catch mich doch. Ja. Dann kann ich halt Strohballen, Heuballen und Paletten und sowas reintun. Ah, eine richtige Lagerhalle. Das ist gut. Genau. Das ist gut. Ja, ja. Okay. Und dann musst du, naja gut, hast du ja viel Platz hier zum Wenden. Ja, das passt. Genau, das passt, ja. Richtig. Ja. So. Dann hab ich hier so einen Steinesammler, habt ihr bestimmt auch. Ja, ja, da haben wir. Kennst mich doch. Es soll doch an nichts fehlen bei uns auf dem Hof, weißt du? Ja, richtig, genau. Ja, hier halt mein Putzplatz, ne, um die Maschinen sauber zu machen. Mhm. Ah, hast du auch extra nochmal verdichtet hier, wa? Ja, genau. Schön. Weißt ja, wie die mit der Umwelt sind, weißt du? Naja, aber der Abfluss ist nicht da, Max, mein lieber du. Ja, muss ich nochmal gucken. Ich hab das ja bauen lassen vom Kohlen, weißt du? Ach so, alles klar. Innerhalb von 14 Tagen war der fertig hier. Naja, ich verstehe.
Aber guck mal, was ich hier für ein altes Schätzchen stehen habe. Hast du das alles gebaut selber oder war das schon da? Also das habe ich bauen lassen vom Polen. Ach krass, was, den ganzen Hof? Alles bauen lassen, ja. Wow. Wie lange, Billy, wie lang bist du jetzt schon weg bis hierher? Das ist jetzt auch schon ein Stück, ne? Ja, ja, sind auch schon ein paar Jahre. Ja. Na gut, okay. Hier der Drescher, war der Topliner von Deutz. Ja, genau, genau. Schönes Ding. Da muss ich auch mal gucken, weil hier der eine, der hier die Werkstatt hat, der mag wohl keine Deutz. Muss ich mal gucken, was ich da mache. Ja, also entweder will Geld machen oder nicht. Ja, das stimmt, richtig. Also, weißt du, wie der heißt? Ich bin da ganz selten, ich hab's schon wieder vergessen. Ah, okay. Weil ich habe hier schon ein paar Konsorten kennengelernt. Und einen Herbert Bert heißt der. Dann habe ich einen Bürgermeister hab ich kennengelernt. Ja, das ist auch ganz lieber. Der ist gut, ja. Wen ich noch nicht kennengelernt habe, ist Landhandel. Die kenne ich nicht. Ja, irgendwann wirst du die noch kennenlernen, denke ich, wenn du länger gemacht hast. Ja. Vielleicht fahre ich nachher mal hoch. Mal sehen. Ja, kannst du machen. Hier habe ich so einen kleinen Trecker mit Frontlader halt für Paletten und sowas. Oh, so ein Hufschlepper, war? Ja, genau. Aha. Was hast du da genommen? MF, ne? Ja, ist deiner. Genau. Monster Energy, vielen Dank für dein Follow. Bist natürlich genau beim RP reingestolpert, aber herzlich willkommen. So, jo. Jo, MF Marseille. Bist du da zufrieden mit Marseille? Ja. Ja, ne, sehr gut. Und halt meine alte Liebe hier, weiß ja, Fendt, ne? Ja, na, Fendt, das ist ja auch was. Ja, das ist ja was Gutes. Kleiner Vario, so okay. Mal Licht aufmachen. Ja, uns geht's gut, vielen Dank. Schön, wenn es dir gut geht. Hast du einen guten Tag gehabt heute? So, mein Lieber, aber mit schwarzen Fellen? Ja. Das ist nicht so Fendt-konform. Das ist aber mein Markenzeichen, weißt du? Ach so. Ach, der Nikolas, genau, das ist der von der Werkstatt, der kann in Deutschland. Servus. Hallo, ach. Ja, wir haben uns ja schon gesehen, ne? Jo, grüß dich. Grüß dich. Liebe Grüße aus dem Sachsen zurück. Hat einer von euch eigentlich den Neuen gesehen? Was für einen Neuen? Also es geht hier das Gerücht rum, dass hier wieder ein Neuer zugezogen ist. Ja, gut, ich bin ja hier nur zu Besuch. Ich war vorhin in der Dorfschenke hier einen Kaffee trinken und dann habe ich da was mitgehört, ne? Okay. Terra Life ist krass. Naja, aber bis jetzt habe ich ihn noch nicht so gesehen. Nee, den hast du noch nicht gesehen. Björn, danke für dein Prime-Abo. Ja, jetzt geht's ja richtig zur Sache. Vielen Dank. Wir sind gerade noch ein bisschen im RP-Gespräch, deswegen kann ich nicht ganz so sehr, ne? Aber ich will wenigstens Danke sagen. Vielen Dank. Ich gehe dann gleich auf euch ein. So, okay, Neuer, das ist gut. Neue Leute sind immer gut, aber manchmal weiß man auch nicht so genau. Nur mal ein bisschen vorsichtig. Ich meine, hier ist in letzter Zeit, ja okay, es ist schon ein bisschen länger her, aber hier ist auch schon viel Scheiße passiert, ne? Also ja, stimmt. Wir haben schon Felder gebrannt und so, also Eieiei. Explosionen. Okay. Was ist denn da explodiert? Ach, hier ist doch in der Nähe der Steinbruch da. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Ah, okay. Na da. Ja, Max, das ist ja natürlich. Das ist natürlich eine gute Geschichte hier. Ja. Muss man so sagen. Deswegen würde ich auch empfehlen, hier Kameras zu installieren. Also. Ja. Ich hatte eigentlich mal einen Berner Sennenhund auf meinem Hof, der da bewachen sollte, aber der ist immer abgehauen, die dumme Sau. Ja, super. Ja, das kenne ich. Das habe ich im Grünfelder Land auch. Und dann haben wir noch irgendwann mal weggegeben. Ja. Das bringt nichts. Ja, das bringt überhaupt nichts. Ja. Was willst du machen? So ist das. Na gut, sag mal, Max, solange wie ich da bin, die nächsten 2-3 Tage, kann ich das Auto stehen lassen?
Ja, natürlich. Das würde ich gerne bei mir erstmal lassen. Das wäre ganz lieb von dir. Meine lieben Freunde, es ist schon wieder soweit. Die erste Folge haben wir heute geschafft. Wir sehen uns übermorgen wieder. Lasst gerne das Däumchen da. Und ja, schaut gern nochmal rein bei Neighbors, meine lieben Freunde. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss und ciao. Tschüss.